Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal, liebe Freunde. Wir sind heute in Berlin Buch und hinter uns befindet sich das Helios Klinikum, in dem wir heute einen Praktikumstag im Bereich der Krankenpflege drehen werden. Und auf welcher Station genau werden wir uns heute befinden? Wir sind heute auf der Station der Zelltherapie und Hämatologie. Das Ganze zusammen, wir werden begleitet von der Schwester Anja, die werden wir gleich noch treffen. Aber vorher müssen wir noch eine kleine Hygieneschulung machen und ich bin sehr gespannt, was dieser Tag heute so für uns bereithält. Genau, und Corona-Test steht auch noch an, die sind ja in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern ja immer noch verpflichtend für Mitarbeiter. Und da zählen wir in Anführungsstrichen heute mit dazu. Ist auf jeden Fall auch ein kleines Selbstexperiment, würde ich sagen. Das stimmt, aber ich freue mich auf den heutigen Tag. Ich freue mich auch. Wir gehen mal rein. Freut mich. Jan. Achtung. Ich muss Ihnen nicht sagen, ich muss Ihnen sagen. 36 Patienten. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Tim. Anja. Freut mich. Jan. Herzlich willkommen. Hi. Hallo. Katrin von der Hygiene. Hallo, ich bin der Jan. Guten Morgen. Ich mache euch die erste Einweisung für die Hände. Aber erstmal müsst ihr euch ein bisschen hübsch anziehen. Das stimmt. Wir hätten es gerne in weiß. Ich will noch so ein schickes Outfit wie ihr. Ja, ich hätte so ein schickes Outfit wie wir. Da freuen wir uns. Gerne. Oh, ich habe so lange sowas nicht mehr angehabt. Ich freue mich richtig. Dankeschön. Bis gleich. So. Wir sind fertig. Wie sehen wir aus? Mir gefällt es ganz gut. Ich finde es auch schick. Also ich bin ja von der Krankenhaushygiene. Da ihr euch heute euren ersten Tag habt, machen wir mal so eine kleine Schnelleinweisung für die Händehygiene. Okay. Wisst ihr, warum wir im Krankenhaus die Hände so schön oft desinfizieren? Wegen Keimen und Krankheitserregern. Genau. Erstens, weil du ja welche auf deiner Haut trägst, die die Patienten gar nicht gebrauchen können. Und weil der Patient ja durchaus Erreger hat, die du nicht haben möchtest. Wir machen mal einen Versuch, wie gut ihr Hände desinfizieren könnt. Ganz wichtig bei der Händedesinfektion, die basic sind. Es gibt ja diese Spender, normalerweise ist so große Männerhände dreimal drücken, sodass es praktisch richtig läuft. Meine Hände läuft, sind nicht groß, da reicht einmal. Wir brauchen mindestens 3 bis 5 Milliliter, nass benetzt. Ja. Und 30 Sekunden salben wir uns die Hände so richtig schön diebig ein. Einmal Hände auf. Ich kipp dich einmal voll und dann desinfizier mal, wie es geht. Richtig schön, lange. Immer gerne das Handschuhschaft hoch, wo man die Handschuhe tragen würde. So. Die Handgelenke. Genau, die Handgelenke mitmachen. Genau. Wir gucken mal. Genau. Und siehst du, alles was leuchtet, ist super. Und da sitzt er, der E. coli. Da sind, da und da. Auf meine Finger. Verdammt, da hast du ihn nicht abgedesinfiziert und dann nimmst du ihn mit nach Hause und entweder du schenkst ihn dir selbst oder du schenkst ihn deiner Oma. Aber guck mal, hier hast du es gut gemacht. Und guck mal, wenn du hier guckst, hier ist auch so ein bisschen noch schwarz. Alles, was so ein bisschen schwarz ist, da ist nichts angekommen. Dreh mal nochmal um. Siehst du ganz eindeutig, ne? Ja, verdammt. Na sowas. Na sowas. Verrückte Welt. Der nächste, bitte. Ich dachte, mal gucken. Muss ich mal erst ein bisschen einleuchten. Guck mal, genau die gleiche Stelle. Da ist auch nichts angekommen. Ne? Drehen wir nochmal um. Ansonsten hast du es sehr schön gemacht. Wir müssen ja unsere Patienten schützen. Und der Kamerahurensohn auch. Na klar, der ist ja auch. Richter, ich hab 3 Hände gelegt. Geht ja auch mit ins Zimmer. Genau. Ja, da richtig. Ich habe gestern präventiv schon mal eins zu Hause gemacht. Der wäre zum Glück negativ. Wenn ich Corona hätte, würde ich es lieber dort rausfinden. Ja. Nee, der war positiv. Ich habe gedacht, ich mach's heute nochmal. Vielleicht ja, geht's. Vielleicht ist er heute negativ, ne? Na, weiter rein, weiter rein, weiter. Weiter, ja, weiter, der ist so weiter. Dünn. Das kann ich nicht. Weiter. Ach. Soll ich dir helfen? Ja, bitte. Komm, ich zeig dir das mal. Warte. Nee, die sehen bei mir anders Nein. aus. Ja, warte. Ich mach dir das. Oh, ich lieb's. Nicht schlagen, das ist das Wichtigste dabei. Ja, so wird's richtig gemacht. Danke. Alle dabei. Naja, er hat gezuckt. Gut, ich würde euch jetzt die Station zeigen, ja, sehr dass ihr gerne. Mal ja, einen Einblick gerne. Habt, wo was ist. Falls ihr euch verlauft, einfach laut meinen Namen rufen, ich rette euch. Okay. Wo ich angefangen habe vor 7 Jahren, ich habe mich verlaufen. Ich bin auf einmal auf eine ganz andere Station rausgekommen und ist normal. Also das zweifelt nicht an euch. So, also das ist unser Vorbereitungsraum. Hier ist unser Platz für die Chemotherapien. Ja. Oder Antikörpertherapien, die halt den Tag über bei uns laufen. Da warten wir dann immer auf Lieferung. Wir bereiten das immer schon vor, also die Prämed, weil es wichtig halt vor der Chemotherapie muss ja eine Prämed gegeben werden, also eine Vormed, dass die sich halt nicht erbrechen. Und ihr wisst ja selber, was Chemo bedeutet, ne? Take my love, don't waste it. Even though I don't mind waiting. Latest my mind racing. So, hier haben wir unser Mobilraum. Da wird so Material geliefert. Da verstauen wir alles, was an Material. Hier ist alles voll mit IKM, also wer eine Windel braucht. Ach, das sind Windeln? Ja, das ist Inkontinenzmaterial. Gibt es die in verschiedenen Größen? Natürlich, von S bis XL. Ich brauche nämlich auch so eine. Darf ich mal was? Anprobieren? Nichts. Vor der Kamera? Ja, klar. Also nicht nackt, aber okay.
Komm, wir machen mal eine XL. Ich will mal wissen, ob sich das gut trägt. Meine, bei dir würde wahrscheinlich auch eine L, aber jetzt hast du ja noch Klamotten an. Die ziehst du dann bitte auch an, wenn wir das nächste Mal in der Deutschen Bahn sind. Das geht so nicht, wie du da sonst immer ins Waschbecken machst. Könnte auch einen Katheter mitgeben. Ja, oder so. Kennst du das? Ach so. Du hast keine Kinder, ne? Du hast jetzt gedacht, du kriegst die Hosen, ne? Wer weiß, wie viele der schon hat. Das sieht aus wie eine klassische Kinderwindel, du in XL. Okay. Soll ich dir helfen? Ja, bitte. Aber nicht, dass ich da Ärger kriege. Nee, Quatsch. So, pass auf. Komm mal. Machen wir das. Muss ja nicht gleich alle sehen. Du hilfst mir. So, pass auf. Du hältst mal hier vorne fest und dann legt man wie praktisch bei den Babys das so rum, ne? Du hältst es jetzt große mal Babys. Und dann hast du hier diese Kleber. Ist aber gemütlich, muss ich sagen. Willst du umlassen? Ja, ich glaube, ich lasse sie einfach. Du hast den Lacker auf jeden Fall auf deiner Seite. Kann ich auch einfach anlassen, lass ich einfach laufen, muss man gar nicht mal anhalten. Genau, und dann einfach strand ziehen, richtig strand ziehen. So. In diesem Moment ist meine Mutter, glaube ich, sehr schnell lustig. Ja, aber ist doch voll cool. Ich habe noch als Bauchtasche, das ist cool, kannst du ja vorne hinten drin machen. Das rutscht aber durch. Nö. Hier haben wir Wasserautomat, Tee, können Sie sich alles machen. Ein Wasserautomat, der produziert Wasser. Ja, mit und ohne Sprudel. Können Sie da aussuchen. Darf ich den mal ausprobieren? Wo ist der Wodka-Automat? Den habe ich noch nicht entdeckt. Der ist in der Öffnung. Sonst würde ich hier auch schon arbeiten. Der ist, glaube ich, auf der Dachterrasse. Ich weiß nicht, ich habe den noch nicht entdeckt. Hier ist ein Lagerraum. Hier wird so alles sämtliche, also Infusionen gelagert, Nahrung. Aber das Wichtigste ist eigentlich der Wäscheschrank. Da holen wir dann immer den Nachschub für unsere Wäschewagen. Sauerstoffvoll. Ja, das sind die Vollen. Das Y-Kollektiv würde mich jetzt sagen, wenn ich voll bin, ist das für mich wie Sauerstoff. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Alkohol ist für mich Sauerstoff. Jetzt würde ich sagen, stürzen wir uns mal an die Vitalzeichen. Und hier, guck mal, hier haben wir zum Beispiel so ein tolles Gerät. Wir verwenden auch einen PC. Ja, und dieses Gerät, du gehst quasi mit dem Gerät rein ins Zimmer, misst den Patienten, die haben alle so ein Armband um, misst den Barcode ein, zeigen wir alles. Und dann wird es automatisch in die Kurve übertragen. Weißt du, was zu den Vitalzeichen gehört? Ich würde jetzt mal schätzen, dass es sowas mit Messungen vom Puls zu tun haben könnte. Ja. Oder so zum Beispiel so Herzfrequenz oder ähnliches. Ja. Sauerstoffsättigung, ja. Blutdruck. Ach, das ist gemein, du bist der Profi. Blutzucker. Du kennst es. Nee, Blutzucker nicht. Nein, Blutzucker Tatsache nicht. Also, Tim ist ja auch eine halbe Krankenschwester. Ja, wa? Also das ist hier so ein tolles Gerät. Soll ich das einmal bei dir ausprobieren? Ja, können wir machen. Und dann kannst du es gerne bei mir oder bei Tim ausprobieren. Okay. Bevor ich dich auf die Patienten loslasse. Aber du untersuchst nicht meine Leberwerte, oder? Nee. Okay, Gott hast du gestern getrunken? Nein, nicht nur gestern. Vorgestern auch. Ich werde heute Abend werde ich mal trinken. Ich habe morgen frei. Ah ja, dann schon mal vor. Nimm mir nochmal einen Radler. Prost. Ja. Also das ist die Blutdruckmanschette. Ich glaube, ich höre dich richtig. Ja, was? Ein Radler? Ja, klar. Um Gottes Willen. Ich trinke auch mit Vorliebe Berliner Luft. Da bin ich schon wieder dabei. Schoko oder die richtige? Die richtige, ja. So, also pass auf, zum Thema zurück. Das ist die Blutdruckmanschette. Ja. Gibt es in verschiedenen Größen. Wichtig ist, dass dieser Schlauch quasi immer an der Arterie mit. Ja. Also nicht hier hinten am Ellenbogen, sondern dass der, siehst du ja hier auch, ne? Also eigentlich nimmt man immer den, also wo die Herzseite ist, ne? Macht sich immer besser. Manchmal kannst du es aber nicht, wenn die Patienten so die Flexion. Ich habe einen besonderen Körper, mein Herz schlägt hier. Dann nimm einen anderen Arm nehmen. Nein, der schlägt hier. Dann hast du Patienten, die haben dann auf diesem Arm die Flexion, manchmal hier in der Ellenbeuge, manchmal hier. Dann sage ich immer, ach, nee, ich mach das mal lieber auf den anderen Arm. Schön straff. Nicht abwürgen, kannst du entspannen. Dann haben wir ein SpO2-Messer. Der misst quasi, wie 4% deine roten Blutkörperchen mit Sauerstoff beladen sind. Einmal Finger rein. Ist es egal, welche oder gleiche Seite? Weil, wenn das hier dann immer entgegengesetzte Seite, dann hast du nämlich das Problem, dass der kein Signal bekommt. So, und dann gehst du einfach. Richtige Epilepsie-Flashbacks. Dann drückst du einfach hier auf Start und dann geht's los. Und seitdem wir die Geräte haben, ist das auch für uns viel entspannter. Kann ich mir vorstellen. Na, weil das gleich in die digitale Kurve eingespeichert wird. Die Ärzte können sofort verfügen. Die sehen die Vitalzeichen sofort. Ich finde Blutdrückmessen ja ganz anstrengend, dass er mich voll an die Blut. Ja, eigentlich dauert es nicht so lange. Nee, es ist auch immer an so einer Stelle, da werde ich schon immer nervös, wenn jemand in meine Armbeuge in die Nähe kommt. Ach, guck mal, Bilderbuch. Ist das gut? Ja. Okay. Naja, die WHO ändert ja öfter mal. Also 130 zu 70 habe ich mal in meiner Ausbildung gelernt. 120 zu 80 ist okay. Also nach jeder Patientenbenutzung einmal ein Tuch nehmen. Die Geräte desinfizieren oder die Stelle, wo es mich berührt hat? Nur die Stelle. Habt ihr eigentlich auch beim Info das EKG dran? Also das EKG? Wir haben EKG. Guck doch nicht! Ach so. Also ich dachte, die, wo es mich berührt hat.
So, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir jetzt die Vital Session messen, dass die Ärzte mit dem Vital Session arbeiten können. Ja. Ja? Okay. Wir klopfen generell bei unseren Patienten an, ne? Okay. Weil wir ist ja ein Eintritt in die Privatsphäre. Hallo. 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 Das ist also ein Patientenzimmer von innen. Schön haben wir es, ne? Schön haben wir es. Das stimmt. Wirklich. Schön hell. Schöner Ausblick auch. Muss ich sagen, doch, doch. Schön, dich kennenzulernen. Wir sind ja natürlich, wir sind heute Praktikanten hier. Okay. Genau, wir sind heute für einen Tag hier in der Helios Klinik als Praktikanten, um in der Krankenpflege den Mitarbeiterinnen mal ein bisschen über die Schulter zu schauen. Gut gemacht. Ja, das würde ich sagen. Genau, noch, wir haben ja noch nicht losgelegt. Ich darf dich denn ansprechen? Klaus. Klaus, freundlich. Ja. Hallo Klaus. Sag mal deinen Finger. Die Freunde sagen Klausi zu mir, weil ich ja so klein und dünn war immer. Auf Start kann man schon mal, ne? Ja. So, und jetzt die anderen Werte. Die möchte Klausi auch noch wissen. Ja, genau. Also, Blutdruck haben wir 110 zu 78 und Sauerstoffsättigung haben wir 98% und Puls von 100. Genau, so jetzt kommt der Part, was ich euch vorhin nicht zeigen konnte, dass das digital übertragen wird. Da haben wir hier einen Scanner. Ja. Ja. Und unsere Patienten haben am Bett immer diesen Barcode. Und mit diesem Barcode, den scannt man, wenn es dann funktioniert. Guck mal, da steht jetzt zum Beispiel der Name und... Jetzt noch speichern und genau. Dann was. Jetzt haben wir aber noch das Problem, dass wir ja noch das andere abfragen müssen, ne? Also er ist mobil. Keine Schmerzen, hält nie den Mund. Ist ein Profi-Patient, ne? Der ist öfter hier. Was ist mit dem Rest, mit dem Stuhlgang? Womit? Mit dem Stuhlgang. Alles super. Alles super. Ja. Und speichern. Top. Senden erfolgreich, sollte jetzt in der digitalen Kurve sein. Hier gehen jetzt die anderen Patienten was messen. Und dann sind wir wieder da. Ja, wollt noch mal Betten beziehen? Oder? Ja, also um, ja, genau. Alles klar, dann gleich, ne? Ja, fand ich auch. Alles gut. So, also was haben wir gelernt? Bevor man sich Handschuhe anzieht, einmal die Hände desinfizieren, ne? Wisst ihr, welche Handschuhgröße ihr habt? Ja. Ich würde sagen M. Einer muss jetzt erstmal nur. Es ist immer besser, wenn man diese hochaggressiven Desinfektionstücher sich selber schützt, ne? So, und jetzt gehen wir einmal in Zimmer 14. Das passen wir aus. 14. Einmal in die Richtung. Der war sehr sympathisch. 14, ne? 14, genau. Ja, das war hier links. Genau. Hallo, guten Tag. Hallo, wie sind Sie? Erster Minuspunkt. Ach ja, stimmt, ich hab's vergessen. Das darf man nicht vergessen, das ist wichtig. So. Ah. Da geht's schon los. Vielen Dank. Also, eigentlich lag das jetzt auf dem Boden, das muss jetzt neu desinfiziert werden. Okay, kannst du es gerade machen, Tim, das wäre sehr lieb. So, das machen wir gerade noch sauber. Ja. Genau, die 3 Minuten haben wir jetzt auch noch. Guck mal, jetzt kannst du gleich mit dem Scan probieren. Guck mal, die Patientin hat auch ein Armband um, da ist auch nochmal dieser sogenannte Barcode drauf. Ja, super. Hat es das übernommen? Ah ja, hat es übernommen, okay. Genau. Und jetzt auf Speichern, ich habe das gerade. Nein, wir sind noch nicht fertig. Ah ja. So, und jetzt liest du ja einmal die Werte vor. Und dann kannst du speichern. Das ist hier der Blutdruck. Genau. Genau, das ist 108 zu 70. Und der Puls ist 87. Und die Sättigung? Bei 98%. Genau. Super. Und speichern. Sonst ist es umsonst gewesen. Okay, und jetzt auf OK, richtig? Genau. So, dann vielen Dank, dass wir das bei ihm machen durften. Und alles Gute noch. Na, wir sehen uns noch mal. Wir sind noch nicht fertig. Ach so. Tschüss, bis später. Sehr gut gemacht. Ich bin Schwester Jan. Schwester Jan, alles klar. Sollen wir dich in Zukunft so ansprechen? Von mir aus. So, gut, jetzt schmeißen wir doch den Müll noch weg, ne? Ja. Ganz cool. Ganz auch ganz cool. Also wäre natürlich noch besser, wenn ich da schon so ein gewisses Gefühl der Sicherheit darin hätte. Aber ist natürlich das erste Mal gerade. So, wichtig ist natürlich bei uns, dass die Patienten in frischen Betten liegen. Weil krankheitsbedingt gibt es diese B-Symptomatik. Erkläre ich euch später, was das ist. Ja, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ja. Müssen erstmal die Patienten. Patientenversorgung geht vor. Okay. Ja, also jetzt kümmern wir uns ums Bett. Das machen wir. Wir holen mal den Wäschewagen, dass wir nicht so viel hin und her schleppen müssen.